Herzlich willkommen zurück bei Mafia. In der letzten Folge sind wir leider durchs Feuer verbrannt worden. Wir versuchen gerade, den einen Transporter mit Schnaps zu sichern. Ja, und ob wir das schaffen, das erlebt ihr jetzt. Das macht der Truck nicht mit! Wir müssen löschen! Wir brauchen Feuerlöscher oder sowas! An der Decke sehe ich Sprinkler! Wir müssen sie einschalten! Mal. Irgendwo gibt's bestimmt ein Ventil zum Drehen! Kommen wir irgendwie durch den Zaun? Das werden wir gleich sehen. Halt, warte mal. Da oben ist doch irgendetwas. Ach, da komme ich nicht ran. Hat doch gar nicht getan. Ist hier noch irgendwo inne? Da habe ich mich gerade selbst verletzt beim Schießen, sage mal. Na? Hätten die gewusst, dass wir hier durchkommen, ey. Hier brennt es dann doch noch ein bisschen. Warte, jetzt krieg ich mal hier. Geht's hier noch höher? Hoch zu. Okay, nicht gewollt. Kleine Granaten. Eine Zeitschrift mit. Die sieht ja gut aus. Moment! Für mich. Und jetzt machen wir mal eh noch Feuerwehrmann. Ich hätte das Sam machen müssen. Oh, das war ganz schön heftig. Ich spüre immer noch die Flammen im Gesicht. Puh. Bleib zusammen und in Bewegung. Beschützt den Fusel. Ich fahre den Laster mit dir. Schieß, wenn du jemanden Natürlich siehst. Natürlich ist es nicht vorbei. Okay. Hier drüben! Das war's! Was nun? Der Laster wurde zerstört. Wie ist denn das jetzt passiert? Hat er mitbekommen? Oh, das wäre jetzt so ein Punkt gewesen, da hätte ich eine Granate einfach mal spaßeshalber in die Menge werfen können. Natürlich ist es nicht vorbei! Kommt sofort hierher! Mach ich. Ab in die Deckung. Ihr kriegt noch eine. Oh, oh, oh. Hoppala. Das waren Querschläger, Leute. Ja. Natürlich alles geplant, natürlich Profi, wie ich bin. Vorbei. Ich wollte euch einfach nur zeigen, wie es nicht geht. Wie schmeckt dir das? Direkt von Ihnen kommen! Der Wichser hat auf mich geschossen! Was erwartest du denn? Soll ich mit Wattebäuschen? Dass er dich mit Wattebäuschen bewirft, bis du umfällst oder was? Doch in Ordnung so. Ja, kommt da jetzt raus oder nicht? Ja, mach mal. Hier drüben! Sie sind! Mich kriegst du nicht!
Sag niemals nie, mein Freundchen. Es sei denn, du kriegst mich Feuer. Alles andere wäre auch Schwachsinn. Oh, Alter, wie hast du das gemacht? Das war eine geile Aktion. Ich will jetzt erstmal Munition haben, aber... Ah doch, hier. Thompson. Thompson. Morello hat bestimmt Leute auf der Straße. Viele Leute. Das nehme ich doch gerne mit. Schnapp dir den Wagen und fahr mir nach. Sicher, Sam. Irgendwie traue ich dem Sam auch schon. Woher wusste Morello von meinem Deal? Lauter Schläger in dieser Stadt. Bringen wir den Fusel in die Lagerhalle und versuchen nicht draufzugehen. Ich wusste, dass noch mehr kommen. Okay, bremsen wir sie aus. Trefft sie, wo es wehtut. Also, du musst ein bisschen schießen, mein Freundchen. Los, schießt denn endlich mal irgendwas kaputt, die Reifen oder sowas? Morello hat noch mehr auf uns gehetzt! Mann. Oh, was war das denn? Oh Gott. Immer schön Sammy hinterher. Sammy weiß schon, was er macht. Wow. Aber lass den LKW ganz. Boah, Alter, wenn der Schnaps nicht hinten kaputt geht, da. Dann weiß ich auch nicht. Den habe ich schön gedreht, da. Alter Pauli, knall die doch mal weg. Werden sie alle abgeschüttelt? Dem nice. Himmel sei Dank. Auf nach Hause. Mal sehen, was wir haben. Wir haben den Fusel. Das ist zwar nicht nach Plan verlaufen, aber den Fusel haben wir. Ja. Und heute Abend kippen wir uns was hinter die Binde. Das haben wir uns verdient. Alter, das Zeug müsste alles Schrott sein, aber sowas von... Na, 38er. Haben Morellos Jungs euch erwischt? Ja, Boss. Haben sie erledigt. Was ist mit dem Jungen aus Kentucky? Hat eine Kugel abgekriegt. Aber der ist hart im Nähen. Er und seine Jungs sind abgehauen, als wir mit Morellos Leuten fertig waren. Es gibt Gates und seinem Papi einen Grund mehr an, Morello keinen Whisky zu verticken. Gut, mal sehen, ob der Fusel den Ärger wert war. Exzellent. Ich bespreche alles mit dem alten Gates. Und sobald das mit dem Kentucky-Stoff läuft, sind wir wieder im Geschäft. Gute Arbeit, Junge. Bin stolz. Bin auf alle stolz. Saludo! Saludo! Nice. Erfolg bekommen. Sorgfältige Planung.
Klingt, als wäre Salieri kurz vor dem Durchbruch gewesen. Ja, sah ganz so aus. Aber dann war die Prohibition rum. Und die Schwarzbrennerei war mit einem Schlag überflüssig. Das Gekämpfe um den Fusel war ein für allemal vorbei. Hat ein paar Jahre gedauert. Aber als wir uns dann erholt hatten, Junge, ging's uns gut. Das Geld aus dem Moonshine und aus dem kanadischen Whisky haben wir neue Deals gesteckt. Ein paar sogar legal. Baugewerbe, Restaurants, Transport, Glücksspiel, wir hatten überall die Hände drin. Außer beim Rauschgift. Und 35 waren wir wieder oben auf. Es kam regelmäßig gutes Geld rein. Ich hatte eine Frau und eine Tochter. Sam schmiss einen Laden für den Don. Und sogar Paulie hat ein paar eigene Dinge am Laufen. War nicht wirklich glücklich, aber... Wie sagt man... Zufrieden. Ja. Genau. Und Salieri, der wollte dann endlich aus Morellos Schatten treten. Vielleicht eigene Cops schmieren und eigene Politiker. Interessant. Hat Salieri 1934 Politiker geschmiert? Möglich. Warum? Tja, vor ein paar Jahren hat die Sitte einen Richter wegen Missbrauchs eines Minderjährigen erwischt. Im Knast hat der Kerl eine Menge Zeug gestanden und wollte dafür natürlich eine Strafmilderung. Er hat zugegeben, von Morello und Salieri Schmiergeld genommen zu haben. Wollte sie gegeneinander ausspielen, aber als Morello davon Wind bekam, drohte er, seine Kinder am Strand zu verbuddeln. Lebendig natürlich. Scheiße. Jetzt wird mir alles klar. Erzählen Sie. Morello hat uns immer ans Bein gepisst, aber er hat nie einen offenen Krieg riskiert. Als er erfuhr, dass Salieri an seinen Richter ran wollte, muss er ausgetickt sein, denn 35 ging's dann so richtig zur Sache. Auf sein Gesicht. Klebt es ihm voll aufs Gesicht. Hey, Tommy. Oh, hey Boss, alles klar? Gut, dass du da bist. Dir, Boss. Ich will zu Pepe zum Mittagessen, aber Carlo ist krank. Fährst du mich? Klar, Boss. Bravo. Bin schon am Verhungern. Hast du eine Waffe? Ja. Brauche ich sie denn? Ach, du weißt doch. Morello hat lang nichts von sich hören lassen. Ich bin einfach nur vorsichtig. Was dürfen wir ein Schickes fahren, ey? Wie läuft das Geschäft, Tom? Sie wissen, wie es läuft. Gut. Sicher, ich kenne das Geschäft. Ich sehe mir jeden Tag die Bücher an. Aber seit diesem Vorfall weiß ich, dass ein Capo mit seinen Soldaten reden muss, ohne dass jemand dazwischenfunkt. Wir haben jetzt mit besseren Leuten zu tun. Und mir gefällt das mit den großen Tieren, die auf der Schmierliste stehen. Alles ist besser als die Gauner, die ihren Fusel vor Aufhebung der Prohibition verhökern wollen. Ah, das ist nur der Anfang, Tom. Ich habe Pläne. Viele gute Leute, die mitmischen wollen. Gut zu hören. Der wird nicht aufhören. Sehr gespannt. Wo lädst du denn eigentlich bis zum Essen? Gut. Ich spring mal den Rest kurz. Mir wenigstens immer so ein bisschen die Gespräche noch mit anhören, wenn die sich schon unterhalten. Aber wenn er nicht mehr kommt, dann können wir das ja auch skippen. Ich freue mich schon die ganze Woche. Du musst unbedingt die Cassata probieren, Tommy. Ach. Oh, mehr Wein! Hey! Mehr Wein! Beeilung! Still! Sie werden den Wein lieben, ist dann. Don Salieri! Willkommen, mein Freund! Willkommen! Schön, dich zu sehen, Pepe. Hey, los! Unser Gast ist da! Was gibt's denn heute Feines? Meine Mutter, sie wäre geehrt, wenn Sie Ihre Caponlada probieren. Ausgezeichnet, bravo, bravo. Molto bene. Oh, hier ist Ihr Platz, ja? Setzen Sie sich bitte. Und zum Essen
einen Chianti. Extra für Sie reserviert. Oh, bene, bene, bene. Okay. Zum Wohl. Ich freue mich, dass du trocken bist. Sarah hatte gedroht, mich zu verlassen. Ich weiß. Sie hat's erzählt? Nein. Ich habe es ihr geraten. Trinker werden nachlässig. Du sollst nichts machen, was wir nicht verzeihen können. Ah, für Sie? Ah, Pepe, das Essen ist köstlich wie immer. Oh, molto grazie, Don Salieri. Ein Lob von einem Gourmet wie Ihnen ist eine große Freude. Wenn du wüsstest, was ich gestern gegessen habe. Oh nein. Runter! Verdammt, schade um den Wein. Hey, Salieri! Komm raus, dann machen wir es schnell! Sieht nice aus. Joe. Räucher sie aus, Joe. Scheiße, Deckung! Wir gehen lieber hinten raus. Können Sie laufen? Nicht schnell genug. Sie werden diesen Schweinen auflauern. Ich lenk sie ab, du schleichst dich raus und überraschst sie von vorn. Wirklich, Boss? Mach sie fertig, Tommy. Von denen geht keiner mehr heim. Okay, Boss. Passen Sie auf. Tom, mach einfach schnell, ja? Ich häng fest. Hab ich dich. Boss, ich übernehme das. Bleiben Sie unten. Mach die Tür auf. Ey. Oh Mann. Also wo ist der nächste? Zünd dich an, mein Freund. Komm, geh drauf da. Boah, du, ich bin voll konzentriert hier, ey. Wo bist du, du Sack? Komm hoch. Sie lassen mich nicht aus dem Visier. Ja, du sollst ja auch sterben, Mann. Keiner von euch geht heute nach Hause.
wie der Donis schon gesagt hat. Boss, alles sauber. Aber ich könnte ein bisschen Heilung gebrauchen. Du hast echt Eier. Hast mir echt den Arsch gerettet, Tom. Wir müssen weg, Boss. Die Cops sind gleich da. Wir brauchen einen Moment, um etwas Luft zu holen. Ich fahre sie zurück zur Bar. Nein, nicht zur Bar. Wir gehen zu Carlo. Der Hurensohn wusste, wo ich hin wollte. Und hat auf krank gemacht. Er hat sie verraten. Ja. Uns, Tom. Du hättest auch drauf gehen können. Ja, ich weiß, Boss. Carlo wohnt mit seiner Kleinen in Holbrook. Bin gespannt, was ihm zu der Sache einfällt. Sorry fürs Husten. Dann. Gib Gas, Tom. Ja, mach ich. Jede Minute, die Carlo länger am Leben ist, macht mich wütender. Klar, Boss. Unfassbar, diese Bastarde wagen es, mein Auto zu schrotten. Das ist wirklich ein schönes Teil. Nicht zu schnell fahren, das muss Carlo gewesen sein, oder? Sein Alter und Morello waren enge Freunde, als wir anfingen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ob bei seiner Beerdigung geheult, bei seinem Sohn werde ich lachen. Seine Mutter ist Witwe, Tom, und jetzt sorgt er dafür, dass sie ganz alleine ist. Wozu? Für Kohle, um Stoff zu kaufen und für meinen Fußabdruck im Gesicht. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, dass es passiert ist. Ein Maulwurf weniger. Und endlich kommen wir an Morello ran. Heute ist es soweit. Fühlt sich so an. Unterhältig. Man nimmt einen Karl auf, gibt ihm einen Platz in der Familie und zollt ihm Respekt. Und dann zahlt er es einem so heim? Wenn er es war, wo hat er uns noch verpfiffen? Die Farm, das Wettbüro, der Hinterhalt in der Parkgarage, das könnte alles er gewesen sein. Genau, deshalb wollte er wahrscheinlich mein auch gar nicht Gott, mit dahin. Jemand hat uns jahrelang bei Morello verpfiffen und wir kommen erst drauf, als der Typ versucht, mich kalt zu machen. Hast du je gesehen, wie ich jemanden verprügelt habe, Tom? Passiert nicht oft, aber das wird was Besonderes. Wieso fährst du eigentlich wie ein Idiot? Ich die Einfahrt verpasst hab, Mann. Boss, warum lassen Sie mich nicht vor? Carlo erwartet uns vielleicht schon. Nein, Tom, mein Gesicht ist das erste und letzte, was das Schwein zu sehen kriegt. Finde, mach die Augen zu. Was? Verdammt, Lisa, Penner! Verschwinde, lieber Kleiner. Ich mach dich fertig, Carlo. Alles okay, Boss? Ja, hol kurz Luft. Bin etwas außer Atem. Yeah. Junge, verdammt, ist der schnell! Knapp in dir! Komm, hier eine Kugel ins Bein. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Komm zurück, Carlo! Sie bringen mich um! Wir sind nicht fertig mit dir! Tommy, bitte! Ich kann's erklären! Denk drüber nach, Tom! Bitte! Lass mich mit dem Boss reden! Ich kann's erklären! Tommy, hör mir zu! Morello, er wollte meine Mutter töten! Ich musste es tun! Ich wurde gezwungen! Was ist denn die Puppe, Junge? Lebt er noch? Bin nicht sicher. Ich hab nur in die Puppe geschossen, da stirbt man nicht gleich. Jetzt wissen wir's. Hey, Sancho, wie geht's? Alles klar? Sicher. Wer ist das? Warte. Ist das Gordy? Ja, hey, Gordy, was läuft, Mann? Hab dich kaum erkannt. Was hat er gemacht? Du sagtest, es gibt Probleme unten bei den Dogs, hm? Ja, aber das kriege ich schon hin. Tja, hab mich umgehört.
Kerl hat einen Streik geplant. Streiks sind schlecht fürs Geschäft. Es sei denn, wir haben Interesse daran. Richtig. Ich will, dass die Gewerkschaft eine neue Führung kriegt. Meinst du nicht auch? Klar. Gut. Gut. Was ist mit der anderen Sache? Darum bin ich hier. Salieri lebt noch. Oh. Gott verdammt! Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Unsere Männer sind tot. Das Restaurant ist hinüber. Hör auf zu jammern! Wir besprechen hier was. Was ist mit Carlo? Haben ihn gefunden. Der Kopf war matsch wie eine überreife Wassermelone. Hab sowas noch nie gesehen. Salieri hat rausgekriegt, dass Carlo unser Mann war. Verdammt, ich kann so nicht denken. Es wird Krieg geben. Ich hab gesagt, du sollst das Maul halten. Wir sind im Krieg, seit wir Pepone töteten. Aber jetzt wird es hässlich. Was soll ich machen? Dreh deine Runden. Seid wachsam und haltet die Knarren bereit. Okay. Ich werd's durchgeben. Hey! Pass auf dich auf, Bruder. Du auch, Don Morello. Erfolg. Also, der Krieg begann. Endlich mal was Schönes, eine Geburtstagsfeier. Wir stehen am Anfang von was Großem. Denkst du? Morello hat versucht, den Don zu töten. Nicht Tommy, nicht Pauli. Du wirst oben gebraucht. Ich gehe sofort hoch. Wir haben Krieg, Tom. Von heute an ist Krieg. Oben? Hier oben. Obergeschoss haben wir noch gar nicht. Hab noch keinen Ärger gehabt. Ja, halt mal lieber den Thompson im Anschlag. Okay. Sieht wirklich so aus, als wenn der Krieg beginnt. Oh ja. Der Don hat Carlo uns jenseits befördert? Nicht du? Ja. War unschön. Hat wohl noch Blut in den Adern. Carlos nicht mehr. Nee, für den ist Schicht in Schacht. Ich hoffe, du bleibst anständig. Mich veräppeln? Einer von euch? Rund um die Uhr wachen. Hier, bei der Lagerhalle und in all unseren Geschäften. Was ist mit den Leuten, die wir schützen? Wir kümmern uns erst um unsere Leute. Ich werde nicht vergessen, wer die Seiten wechselt. Wir müssen mal hier kurz gucken. Ob es hier noch irgendwas Schönes gibt. Vielleicht gibt es ja noch so ein Easter Egg, wie den Clown im Hotel. Den fand ich ja geil. Warte mal, gibt's da noch was? Warte mal, ich muss mal schnell gucken, da ist ein rosa Punkt. Gab's da noch was zum Einsammeln? Hier halt. Der rosa Punkt muss auf der Ebene sein. Ach, hier rechts im Zimmer. Aber da komme ich natürlich nicht rein. Da komme ich auch nicht rein. Na gut. Dann wird's halt so weitergehen. Wir sind in Position. Gut. Also schnappen wir ihn uns endlich. Bald. Aber erst müssen wir ihn klein kriegen. Morello hat Polizei und Politik, sogar ein paar Richter in seiner Tasche. Die können wir nicht alle bestechen. Wir müssen sie davon überzeugen, Morellos sinkendes Schiff zu verlassen. Wenn wir den richtigen Idioten kalt machen, wissen die anderen, dass Morello nicht gut ist. Für die Gesundheit. Als erster ist dieses Arschloch dran. Ghilotti. Der Stadtrat sieht immer noch rot wegen seines toten Kindes und wird sich nie gegen Morello stellen. Mann, der Kerl macht uns seit 32 Probleme. Lassen Sie mich ihn ausschalten, Boss. Was glaubst du, warum du hier bist? Vinny hat alles geplant.
Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag mit einem Riesenfest auf einem Dampfschiff. Er zieht alle Register, Fusel, Frauen, Feuerwerk. Er wird sogar vor der Presse sprechen. Sicherheitsvorkehrungen? Die ganz normale Nummer, ein paar Typen mit Knarren. Niemand sonst wird einen Finger rühren, um diesen Drecksack zu beschützen. Okay, ich gehe auf die Party und knall ihn ab. Langsam, Kleiner. Ghilotti ist korrupt, aber ist nicht dumm. Seine Leute werden jeden nach Waffen durchsuchen. Du kannst nichts mitnehmen. Was dann? Werfe ich ihn dann einfach über Bord? Wird mal nicht übermütig. Du wirst ihn trotzdem abknallen, verdammt nochmal. Sobald du an Bord bist, schleichst du dich in die Toilette. Ein Bootsmann hat dort für dich einen Revolver versteckt. Dann bleibst du unauffällig. Ruhig. Markier bloß nicht den harten Mann, bis Ghilotti auftaucht. Warte, bis der Bastard mit der Rede beginnt und erst dann verpasst du ihm eine zwischen die Augen. Die ganze Welt soll das sehen und darüber sprechen. Klar. Aber wie komme ich wieder zurück an Land? Sam und Pauli sind an den Docks und kümmern sich drum. Triff dich mit ihnen. Sie werden dir alles Weitere erklären. Okay. Ghilotti ist erledigt, Boss. Ab morgen sind sie ihre Sorgen mit ihm los. Bezweifle ich nicht, Tommy. Buona fortuna, Tom. Das hört sich aber spannend an und darum werden wir uns auch kümmern. Aber erst in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine Bewertung da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.